Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near. Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei DTF Castle Clash. Ja, meine Reihe der Lost Battlefield Kämpfe geht heute weiter. Wir haben mittlerweile den Donnerstag erreicht, sprich Tag 2 und Tag 3 fehlen. Die werde ich jetzt gleich nachholen und ich werde gleich live mit euch Tag 4 dann vornehmen. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt mal erstmal Tag 2 und Tag 3 an und dann sehen wir uns eigentlich gleich weiter. Bis gleich, tschüss!
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Da sind wir auch schon wieder. Wie ihr gesehen habt, sind Tag 2 und 3 gar nicht mal so schlecht verlaufen. Tag 3 stand eigentlich im Namen Ich gegen meine Gilde. Von den 5 Kämpfen habe ich ja 3 Gildenmitglieder getroffen. In Tat zum Beispiel 2-mal direkt besiegt. Ja, leider nur 2-1. Deswegen wurde ich gestern schon ein bisschen in der Gilde gemobbt. Ja, ich bin so ein bisschen unten durch, denn der Tar ist unser kleiner, ja, wie soll ich das sagen, unser kleiner Noob bei uns. Und ja, es war schon ein sehr, sehr großer Sieg für ihn. Nein, Spaß vorbei. Wir schauen mal jetzt, wie es heute mal so aussieht. Ob wir vielleicht heute, ja, 800 Punkte haben wir jetzt knapp.
Sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Die 900, die sollten wir auf jeden Fall heute erreichen. Und ich würde mal sagen, wir aktualisieren einfach jetzt mal. Oh, da sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Kennen wir irgendeinen? Nein. Kein Name kommt mir bekannt vor. Okay. Dann nehmen wir mal den allerersten. Ja. Wir gehen bei 2 weiter wieder. Zuerst unser Eros-Team, dann das SK-Team und dann ganz zum Schluss das Ares-Team. So fahre ich eigentlich bisher immer ganz gut. Ich gewinne, wie ihr gesehen habt, Tag 2 kam ein Fail. Leider. Sah ein bisschen blöde aus, aber kommt auch mal vor. Deswegen bin ich auch noch ein bisschen am Optimieren. So, der erste Kampf sieht gar nicht mal... Mist, jetzt kam noch der Ares doch noch zum Brocken. Na, schade. Aber ich denke mal, der dritte Kampf sollte unser Sieg sein. Ja, also ich bin selber noch ein bisschen am Optimieren in meinem Team. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ah, jetzt kam der Eros zum Brock. Aber... alles klar, okay. Aber ich schaffe jede Woche, und das ist das Wichtige, für mich das Wichtige, mindestens die 1000 Punkte. Alles andere ist mir eigentlich völlig egal. Ja, jetzt auch wieder keiner mehr Punkten wie ich. Um die Uhrzeit ist das meistens blöde. Leider kann ich auch nicht länger machen, da ich auch privat noch so Verpflichtungen habe, Frau, Kinder, die jetzt gerade nicht anwesend sind, deswegen, okay, die haben echt eine Range, die kommen weit. Ja, das ist ja mal ein Bug, der echt schön ist, da konnte man mal echt mal sehen, wer wie wo drauf haut. Habe ich auch noch nicht gesehen, das sogar live. Ja, sollte auch ein Sieg sein, locker. Jetzt weiß ich auch nicht mal, wo ich stehen geblieben bin. Genau, ich habe Verpflichtungen. Frauen und Kinder sind gerade nicht da, sind beim Sport, von daher kann ich mir jetzt die Zeit nehmen, um diesmal live zu machen. So, ich würde mal sagen, wir aktualisieren, ne? Na, das ist immer das Blöde, also meistens kommen dann, ja, um die Uhrzeit dann doch lieber die Schlechteren. Aber da, haben wir doch mal einen. Ja, guck mal. Dann nehmen wir mal den ersten. 1, 2 und 3, wie immer rein. Ja, das könnte lustig werden, aber sieht gar nicht mal... Ja, komm. Ah, Mist. Ja, wird das der erste Fail heute? Na, jetzt kommt drauf an, was der Gegner für ein Team hat. Okay, das sieht ja schlecht aus. Das wird das erste Fail für heute. Ja, definitiv. Das werde ich nicht, nein, nicht schaffen. Okay. Den Silver, den werden wir uns mal merken. Dass er gar nicht mal so schlecht ist. Sagen wir, aktualisieren jetzt noch einmal. Okay. Naja, aber die 1000 Punkte, die haben wir jetzt schon so gut wie safe. Ein Sieg noch und auf jeden Fall, dann sind die 1000 für diese Woche auch wieder erreicht. Na? Okay. Hui. Das wird da jetzt nicht der zweite Fail. Okay, das sah jetzt mal ganz blöd. Das hat er jetzt ein DD? Ja, hat ein DD drin gehabt. Den werde ich mir jetzt aber nochmal schnappen. Und zwar gehe ich jetzt ein bisschen anders so. Sollte eigentlich ein sicherer Sieg sein. Oder... ach, das gebe doch nicht. Okay, selbst ein Eigentor gebaut. Scheiße. Ah, ja, sowas passiert dann auch. Dann ist man sich zu sicher. Und dann passiert sowas. Na, das ist ja schon... ja, nicht schön. Obwohl man dann vielleicht... ja, morgen vielleicht bessere Gegner hat. Ich hätte mal vielleicht aktualisieren sollen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja, wären wieder eh schlechtere gewesen. Ist egal. Ja, 3 Fails heute. Ja, das passt mir überhaupt nicht. Ich werde mir die Kämpfe gleich nochmal so ein bisschen anschauen und vielleicht noch ein bisschen direkt am Team rumschrauben. Ja, ich werde mich am Sonntag wieder bei euch melden mit meinen letzten, also mit den Versuchen von Freitag, Samstag, ja, und natürlich dann Sonntag die Versuche.
Oh, es sind ja noch 3 Tage offen, heute ist ja gerade mal Donnerstag. Ja, okay. Ich würde sagen, die 1000 sind dann safe, weil 150 Punkte kann man holen. Ich war heute schon irgendwie bei Freitag. Ja, okay, dann glückwünsche ich mich gerade nochmal selber. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss!